die Ortschaft Nikishino in der Ostukraine. Oder besser das, was davon übrig geblieben ist. Seit August vergangenen Jahres stand das Dorf monatelang unter Dauerbeschuss. Erst seit Anfang Februar herrscht Ruhe. Nun steht fast kein Stein mehr auf dem anderen. Wohin man auch schaut, alles ist zerstört. Es gab hier solch eine Explosion, dass wir nicht verstanden haben, was passiert ist. Eine Rakete schlug auf das Grundstück unseres Nachbarn ein. Die Explosion war so gewaltig, dass ihr Silo mit 3 Tonnen Getreide auf unseren Hof fiel. Seit dem Minsker Abkommen vom 12. Februar herrscht in der Ostukraine offiziell ein Waffenstillstand. Die Einhaltung der Waffenruhe wird von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE überwacht. Gerade erst wurde die Mission um ein Jahr verlängert. OSZE und die UNO haben versprochen, uns zu helfen. Wenn sie sich daran halten, werden die Dorfbewohner zurückkehren. Auch wenn viele nur Ruinen vorfinden werden, wollen sie wieder her. Sie wollen alles wieder aufbauen, weil das hier ihre Heimat ist. Nur 8 Einwohner sind während der Kämpfe in Nikishino geblieben. Der Rest ist geflohen. Wer zurückkehrt, muss sich nicht nur an den Anblick der Ruinen gewöhnen, sondern auch vorläufig ohne Wasser, Strom und Gas auskommen.